Paul, das Rad braucht nur Licht. Licht am Fahrrad. Sozusagen. Das ärgert mich natürlich gewaltig. Ich dachte, ich bin jetzt durch mit dem Ding. Also Licht allgemein zu reparieren ist halt so irgendwie so eine undankbare Geschichte, weil man weiß nicht, woran es liegt so richtig. Na egal, wir schauen mal. Ich überprüfe mal hier Dynamo. Super. Der Dynamo läuft. Seht ihr das da unten? Nicht. Fakt ist, die Kontakte sehen richtig schick aus. Fakt ist, das Licht läuft sogar. Hinten scheint nicht zu funktionieren. Da verfolgt man auch wie folgt: Kabel ab und kontrollieren erstmal, ob der Strom hier ankommt. Ich schließe an. Ich schließe jetzt direkt hier meine Testlampe an. Strom kommt an, wunderbar, haben wir gesehen. Das heißt für mich, die Lampe ist hin. Ab, neu, fertig. Nicht lang nachdenken darüber. Man kann natürlich auch die reparieren, zerlegen, auseinanderbauen, Kontakte sauber machen, Fett drauf und dann wieder zusammenbauen. Die Zeit bezahlt mir hier aber keiner. Die übersteigt halt im Grunde genommen den Wert. Der Wert meiner Arbeitszeit ist mehr als der einer neuen Lampe. Schlimm ist es. Zweitens würde sich dann würden dann Ressourcen gespart werden in der Natur. Und nicht wieder immer wieder so ein Billig-Scheiß auf den Markt geschmissen werden, weil sowas, wenn sowas länger hält, wird es natürlich länger gefahren. Und drittens würde sich eine Reparatur auch lohnen und man würde sie auch ausführen. Damals, als sie auf den Markt kam, habe ich bei mir mal so ein 60 Euro Rücklicht installiert. Das hält immer noch. Gut, ich pflege meine Räder auch ganz anders. Also die sind natürlich auch immer drin, stehen drin und so. Aber das ist eine andere Qualität natürlich als hier dieses. Ich weiß ja nicht, was das kostet. 14 Euro oder so. 12 Euro. Schaut mal, wie raus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier unten diese Dinger, diese Pins hier unten drin, wo das Kabel geklemmt wird, die sind derart rostig. Da kann natürlich kein Strom mehr fließen. Und man kommt auch so beschissen ran, um das zu machen. Man kann die auch nicht aufmachen, hier die Lampe sehe ich gerade. Doch kann man. Man kann das rausklippen irgendwie. Hake ich hier mal hinter. Da oben, seht mal hier, zack. Ja, sowas kostet natürlich nicht so viel, ne? So ein Riesenteil. Warum machen die das? Warum zur Hölle? Bloß wegen dem verfickten integrierten Reflektor, der sowieso hier hinten nochmal dran ist. Das muss doch nicht sein. Mach doch einfach so, wie es ist, so schön. Lass es so schön absägen. Zack. So ein schöner, schmaler Streifen, so eine Leuchtleiste, so ein schönes, schmales Ding. Hier unten den ganzen Rotz sparen, hier unten den ganzen Platz sparen. Das wert. Oh, wäre das schön. Und dann hier diese Anschlussstellen hier, diese Anschlussdrähte aus Edelstahl. Nicht aus so einem Gelumpe hier. So einem ollen Gelumpe. Ich wurde ja auch mal darauf aufmerksam gemacht, ich sollte mal ein PayPal-Konto oder irgendwas verknüpfen. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Falls einer was spenden will und zwar zukommen lassen will. Ich habe schon die eine oder andere Anfrage. Tatsächlich. Und das habe ich bisher immer noch nicht gemacht. Ich immer ja nicht weiß, da würde ich halt lieber gerne ein PayPal-Konto dafür extra so gestalten. Ja. I can just pick up my bike. This one? Ja. Yeah. Nicht gut. Hallo. Hallo. So, jetzt geht's weiter hier. Es geht weiter hier mit einer Stunde 4.
Noch eine Schraube, noch eine Schraube. So, warum funktioniert jetzt dieses grandiose Stück Technik nicht mehr? So, wird das alle? Das funktioniert bestimmt noch. Könnt ihr wetten? Um das Problem zu begreifen, entnehmen wir mal hier diese Leitbleche. Die Stücke könnten wir aus. Ach, hör auf! Viel zu kalt. Ich sag ja. Ich geh's runter bei meinem Hausarzt abmelden, entschuldigen da. Und ich hab da keine Lust, da wieder hinzusetzen. Ja. So, die machen wir jetzt sauber, die beiden. Moin. Hallöchen. Hey, we're here for renting your most beautiful bike. It's outside, the blue one. The blue one? Hallo. Ja, okay. Hallo. Ich hab das schon mal vorbereitet. Ja. So. Also was brauchst du dann? Passport? Genau, liegt auch schon da. Einmal bitte ausfüllen das Ganze. So. Sehr schön. Und jetzt? Wie geht es jetzt weiter? So, Achtung, ich initiiere das Fett. Und zwar einmal hier. Einmal hier. Hallo. Hallo? Ja. Sehr gut. Hat er Gott sei Dank überlebt. Was? Das hat er Gott sei Dank überlebt. Ja. So. So, siehst du? Zack. Zack. Sehr gut, ich freue mich. Ja, funktioniert. Jetzt kommt die Leuchteinheit sozusagen. Die wird jetzt hier wieder reingesteckt. Da ist der Fett unten drin. Drücken nur auf die Lötpunkte. Da ist ein bisschen Feuchtigkeit schon reingekommen hier. Da. Hier ist ein bisschen Feuchtigkeit. Da. Hoffen wir, dass die Lampe noch funktioniert. Schauen wir mal. Ist ja witzig. Das ist zu groß konzipiert. Guck mal. Das stößt hier ans Gehäuse an. Wie sich das durchbiegt hier. Die Platte. So, ich verschließe. Ich schließe an. Lag's am Rost? Lag's nicht am Rost? Achtung. Tada!
läuft wieder. Was soll ich dazu sagen? Das wart. Das Licht kann wieder montiert werden. Wenn ich jetzt dem Kunden das berechnen müsste, ich meine, da habe ich gesessen eine Viertelstunde, realistisch gesehen, dann sind das halt 15 Euro. Ja, Viertelstunde, 20 Minuten sitzt du insgesamt an so einem Ding. 15 Euro, dann läuft das Licht wieder. So. So eine Lampe kostet neu hier auch 15 Euro. Was machen die meisten natürlich? Holen sich eine neue Lampe, die eigentlich die gleichen Fehler schon von Hause aus hat. Bei der neuen Lampe, die ist ja zum Beispiel eigentlich im Grunde genommen fast besser als eine neue. Man müsste sich eigentlich die neue nehmen, auseinanderbauen, alles vorher fetten, sauber machen, ein bisschen fetten. Vielleicht die zwei Winkel, wenn man die aus Edelstahl macht, ne, tatsächlich, dann hält das ewig. Könnte man machen. Wie viele Rücklichter werden weggeschmissen, weil eben die Leiter kaputt sind? Also oder angebrochen oder angerostet oder was auch immer. Und dabei sind die Lampen gar nicht kaputt. Das ist unglaublich. Wenn man mal hinter die Fassade guckt, wie viel Geld das denn ist, das wäre sehr interessant mal zu wissen. So, okay, das Rad ist soweit fertig. Den Rest muss ich erfragen, ob es erwünscht ist, ob man weitermachen soll mit der Narbe oder so, ob da eine andere rein soll, ja oder nee. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, hier diese kleine Reparaturvideo von mir wieder. Wie repariert man einen Rücklichtdefekt wegen Rostschaden, Reparatur und Vorbeugung, ne? Irgendwie so. Ich hoffe, ihr fandet es aufschlussreich. Dann sehen wir uns bei der nächsten Reparatur wieder.